Hallo und herzlich willkommen bei meinem zweiten Projekt. Wie ihr seht, ist es Schenk. Es ist ebenfalls über Steam erhältlich und ja, die Story, die möchte ich euch noch nicht verraten. Das werdet ihr dann ja auch im Let's Play sehen. Und es ist pure Action, das Spiel. Ja, beim Ladebildschirm, da seht ihr unten, sind Tipps, die helfen einem auch schon. Also kann man sich ein wenig beschäftigen während der Ladezeiten. Und wenn das Laden fertig ist, dann kommt auch schon das Intro. Und da fängt auch schon das Intro an. Der Hauptcharakter ist Schenk. Und seine Geschichte erfahren wir jetzt. Ich spiele das übrigens blind. What are you drinking, buddy? Außer jetzt das erste I'm Level, das for habe ich someone. Mal so angetestet. Around here, it's usually someone that's looking for us. Oh, I can't wait to try out your girlfriend. Found her. Oh God. I'd kill you now, Frank, but I want you to hear her scream. No! No! Stay! Oh, no! You go fan? Not of this wrestler. I heard you were dead. You heard wrong. I hate to be wrong. I got your old friend Shank here at the bar. What do you want me to do with him? Finish him. Got it. Hit him! Wir sollen also gefinished werden. Aber das lassen wir natürlich nicht zu. Nicht mal Schusswaffen können uns aufhalten. Und hier erfahren wir auch, woher wir jetzt die Waffen bekommen. Die Schadwaffen. Fängt das auch schon an. Ich spiele das am PC über mein Gamepad. Und da ist auch schon der erste Gegner. Alles kein Problem für uns. Und da kommen noch mehr aus dem Nichts angesprungen. Da hat so ihn erwischt und Limonade damit. Come on. Und uns wieder HP. Check. It's back. Whoever kills him will have my gratitude and a handsome payout. Kleine Sequenzen sieht man hier im Comic-Stil, in solchen Comic-Fenster und auch überhaupt das ganze Game in Comic-Grafik. Das ist ziemlich gut aus. Und
sinirli. Man kann das eben wechseln über das Fernkreuz oder über die Zifferntasten. Im Sonnenuntergang durch die Gegnermassen hier. Wir können auch anwenden, wie man sieht. Damit hat er wohl nicht gerechnet. Wieder so eine Zwischensequenz. Da wird also der Butcher, den wir suchen, gejubelt.
Action und einfach auf den halten, sonst kommt ihr nicht hin. Wenn ihr so laut werden müssen, eben die Reaktion macht man jetzt auch, wenn er dagegen rennt, mit dem Kopf, dann tut er sich weh und in der Technik wie uns. Mit dem Anspringen und ihm den Kettensäge in den Rücken machen. Das geht natürlich gar nicht. Try the meat district. You can take the train to Underwood. Zum Level 2.